Wir sind auf der Bundesstraße 212 zwischen dem Rehauwerk und der Kreuzung in Hammelwaden. Ein Feuerwehrfahrzeug aus der Gemeinde Berne, auf der Fahrt befindlich zur Artenschutzübung in der Braker Feuerwehrtechnischen Zentrale, ist von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen. Die Kameraden aus Berne hatten ein zweites Fahrzeug mit, die dahinter fuhren. Die haben natürlich unmittelbar erste Maßnahmen ergriffen. Insofern waren bei unserem Eintreffen die ersten Kräfte waren hier 6 Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Alle Kameraden bereits aus dem Fahrzeug befreit. Gott sei Dank war niemand eingeklemmt. Wir haben 4 leicht verletzte Personen gehabt und 2 mittelschwer verletzte, die sich auf beiden Seiten des Fahrzeuges, zum Teil auf der Wiese oder eben auf der Straßenseite befunden haben und zu versorgen waren. Also die Feuerwehr Brake hat heute selber Dienst in ihren 3 Einheiten und gemeldet wurde ein überschlagener Mannschaftstransportwagen. Man denkt natürlich zuerst dran, dass auch direkt die ureigensten Kameraden betroffen sind. Aber es ist immer sicherlich doppelt schwierig, wenn man hier Kameraden hat, egal ob der aus der eigenen Ortswehr oder einer anderen Ortswehr. Trotzdem wird das alles routinemäßig abgearbeitet. Ja. Wir haben entsprechend, nachdem die Patienten an den Rettungsdienst übergeben waren, noch die Unfallstelle gesichert, Ausbreiten von Treibstoffen. Wir unterstützen jetzt noch die Polizei durch Ausleuchtung bei ihren Ermittlungen und haben aber auch schon die wesentlichen Kräfte hier abgezogen.